Ingrid, Woche und Klaus. Hallo, wie geht's euch denn? Danke, gut. Bis auf einen kleinen Streit heute Morgen schon vor unserem Haus. Habt ihr schon wieder gestritten? Nein, nicht ich mit ihm oder er mit mir, mit unserem Nachbarn, mit unserem Hausverwalter. Da wollten wir gleich Paare in die Fresse hauen. Ja. Sie kommen gestern Abend nach Haus und war Heizung aus, ja? Heizung. Aha. Und ich war so durchgefroren gestern Abend. Und jetzt heute Morgen kommt ein Wagen mit Öl, also war der Öltank leer im Keller. Und jetzt hat er denjenigen, der dafür verantwortlich ist, zur Rechenschaft gezogen. Der hat irgendwie so einen Hass gegen meine Person. Ich weiß nicht, der hasst mich auf jeden Fall. Auch noch eine. Ja. Nicht und nur ich. Da fängt er einmal auf einmal an. Da übernehmen Sie doch hier diese Leitung und so weiter. Mhm. Hier diese Hausmeister. Den mit Hausmeister. Ihrer großen Klappe hat so, er recht. Der Mann hat sagen recht. Sie eine normale Frau, die würde sagen, Klaus, das hast du hast richtig gehandelt und so weiter. Klausilein, du hast das richtig schön gemacht. Klausilein, werde ich noch sagen. Bin ich irre oder was? Hast du ihn schon mal irgendwann Klausilein genannt? Nie. In euren Hochzeiten? Doch. Ich war nie verliebt. In denen war ich nie verliebt. Und los geht's mit Franz Müntefering. Der hat jetzt seine 40 Jahre jüngere Freundin geheiratet. Was sagt ihr denn dazu? Finde ich schön. Ja? Alter Mann, junge Frau, ist doch schön. Nein, ich muss immer die Kritik üben. Ich verstehe das nicht einmal vor eineinhalb Jahren. Lass ihm doch da war er voller Trauer, da weint er wie ein Schloss, meine geliebte Frau und alles und so weiter. Und jetzt auf einmal schon wieder so. Und dann noch 40 Jahre jünger. Ich garantiere dir, sollte ich ableben. Ach, ja, Moment, ich würde auch eine Jüngere nehmen. Ich würde auch, wenn ich jetzt in dieser Lage wäre, ist doch besser so ein junges Fleisch, als wenn du da so eine 60-Jährige hast. Ist doch schon was Besseres, so eine Junge. Ne? Die andere Seite, ich meine, sie hat ja auch Vorteile. Nicht? Der wird wahrscheinlich noch ein halbes Jahr leben, dann geht er sowieso über. Ach was, der Müntefering ist kerngesund. Die macht ihn doch kaputt. Also ich war mal in einem Kaufhaus und dann bin ich rausgegangen und dann ist neben mir ein Mann ganz schnell vorbeigelaufen und das piepte. Und da kam eine Verkäuferin angelaufen und da sagt sie, das piepte eben bei Ihnen, als sie rausging. Ja, da lief ein Mann raus. Ja, sagt sie, dann machen Sie mal Ihre Handtasche auf. Ich die Handtasche aufgemacht und ich war ja dann so frech. Ich sag so, jetzt ziehe ich mich ganz bis auf meinen Schlüpfer aus. Oh! Hören Sie auf! Du musst immer bedenken, manche sehen so scheinheilig aus, so wie du und so weiter. Du siehst ein bisschen scheinheilig, dass du nichts nehmen kannst. Aber wirklich, das sind manchmal die Schlimmsten, so, die wirklich da so ein bisschen verstecken. Was meinst du mit scheinheilig? Nein, die so ergeben, ja, ich mach nichts und ich klaue nichts und so weiter. Nicht du jetzt auch da. Hab ich schon mal was geklaut? Nein, aber manche sind das, viele sind das, nicht du. Blöd, aber du. Mann. Überleg mal, was der Blödmann hier redet. Nein, ich meine im Allgemeinen. In welches Licht stellst du mich hier? Ich habe jetzt nicht auf deine Person. Ich sage, manche sehen so scheinheilig aus. Du hast eben gesagt, nein, du siehst so scheinheilig aus. Also ich könnte dir schon wieder eine knallen. Ui. Nächstes Thema, Frühjahrsmüdigkeit. Was hilft gegen Erschöpfung? Wie ist das bei euch? Wenn sie in meiner Nähe ist, ja mal, mich im Negativen. Ich bin wie ein Vulkan, Herr mal. Und ich bin der Vulkan. Wenn ich den sehe, da will ich, krieg schon so einen Hals. Und du bist die Lava. Vulkan und Lava. Und so. Nein, also mit Frühjahrsmüdigkeit. Kennst du den Pfiff? Sag mal, was das ist. Nein, weiß ich nicht. Du weißt schon. So. Und? Was ist es? Du bist blöd. Das sagst du zu mir. Rammstein-Album wegen zu viel Sex auf dem Index. Was sagt ihr dazu? Ich weiß nicht, was da für Sexszenen sind, aber wenn die in der Versenkung landen, dann finde ich das gut. Na ja, ich meine, was soll ich? Ich hatte im Auto die Playboy-Zeitung versteckt gehabt und so weiter. Jetzt habe ich der Ingrid mal die Playboy-Zeitung gezeigt. Sagte, guck dir mal dieses Gerecke an. Dabei waren das alles hübsche Frauen, die da die Beine ein bisschen breit gemacht haben. Und so. Naja, die habe ich liegt gleich. Eine da, wie so eine Krake. Die sitzt nur noch Knochen und Haut und Hängepartien am Körper. Also Ingrid ist ja in der Beziehung ist ja ein bisschen verklemmt, aber was soll's. Das ist ja, die ist ja ein bisschen zurückgeblieben. Nicht? Ja, das nicht, das will ich nicht sagen. Aber bisschen also so als anders. Aber sie hat da mit diesen nackten Szenen. Aber Männer sehen das anders, sagen wir. Eine schöne, nackte Frau ist, warum? Ja. Da gucke ich mir lieber in der Natur einen schönen Baum an, einen blühenden Baum. Da hast du ja aber nichts davon, wenn du einen Baum anziehst. Baum gibt mir Kraft. Na, alles zu seiner Zeit, aber eine nackte Frau hinterm Baum ist auch was Schönes. Ein nacktes Gerippe der See. Aber das gehört zum Leben. Genau. So, ich bin glücklich.
Du, ja, ja, mal, ein besseres Vibe kann ich doch gar nicht haben. Ich meine, ich will jetzt in der Öffentlichkeit, ich will ja zu Hause. Vibe, hör mal, Vibe ist eine Herabsetzung. Ist das eine Herabsetzung? Ja, wie redest du denn schon wieder? Ja, sehr ehrlich, was ich. Na, hör mal, wir sind zwei fremde Leute. Nein, ihr seid ein verheiratetes Ehepaar. Ja, das ist Zufall gewesen. Das, ein ganzes Leben, ein ganzes Leben ist nicht mit einem Menschen nicht zu ertragen. Gibt's nicht. Nein? Gibt's ja, das nicht. Macht doch das Leben so interessant. Ich meine, ach, guck mal jetzt hier. Ja. Diese Sticheleien, Nein, hör mal, ich bin doch kein, ja, ich bin doch keine dieses Hornisse. Dieses zynische. Zynische was? Monster. Monster? Sagen wir mal. Aber meine also, Oma hat immer gesagt, was? Das kann ja gar nicht funktionieren. Zwei doch. Fremde. Husch doch endlich mal. Ja, mal, du hast mal versprochen, du wirst nicht mehr schlafen. Ja, habe ich guck gesagt, mal. Aber so. Meine Hand bla, ist so bla, los. Bla. Werde ich doch mal Klaus. Nein, das würde er ja nicht wagen. Nein. Das Echo also könnte das, er dann nicht vertragen. Das ist das Letzte, Herr Mann. Das Echo könnte er nicht vertragen. Nein, nein, das würde ich auch nie machen. Das wäre also, nein. Ich sage Vibe, aber schlagen würde ich das Vibe nicht. Das schon wieder das? Ingrid ist die gute Fee. Nicht immer, aber nein, zum sag Teil. Bloß. Ja, jetzt vor kann Weihnachten, ich ja gar nicht glauben. Vor Weihnachten ist sie ein bisschen zahm geworden, wahrscheinlich. Ist doch gar nicht wahr. Hast du vielleicht jetzt einen Dämpfer? Wo bin ich zahm? Ein 79-jähriger Rentner stirbt während des Sex mit einer Prostituierten. Grundsätzlich soll man, wenn so ein Mann hingeht, so, dann soll man erstmal einen ärztlichen Attest soll er mitbringen. Da soll er, ob der praktisch einen Herzschrittmacher hat, ob er eine halbe Lunge noch hat oder irgendwas. Da soll er erstmal dieser Nutte das vorzeigen und dann soll er zur Sache gehen. Das ist automatisch, wenn ich einen Herzschrittmacher habe und ich gehe in den Puff, da bin ich ja so erregt und so weiter, dann springt die Klappe auseinander. Würdest du den Klaus auch mal dahin schicken? Ja, soll er doch gehen, er geht ja nicht. Weißt du? Warum gehst du da nicht hin? Meinetwegen kann er gehen, ich Moment, bin nicht einfach. Ja so. Aber nicht, dass ihm das Gleiche passiert. Ach, das wäre doch nicht schlimm. Wäre das so schlimm? Aber die andere Seite, wenn es so weit wäre, da würde ich das Letzte in Puff gehen und im Puff sterben. Hör mal, das ist ja so eine tolle Sache, hör mal, im Puff sterben. Ingrid wird berichten. Sollte das mal der Fall sein, dann wird sie alleine hier sitzen und da wird sie sagen, mein lieber Gatte, ich muss euch mitteilen, mein Mann ist beim Pascha im Puff verstorben. Mhm. Oh, und du machst ja auch nicht das, was ich dir sage. Was denn zum Beispiel? Ach, es geht ganz simpel um Teebeutel. Ach, wenn ich Tee kaufe, dann tut er die ganzen Beutel immer in eine Packung rein. Nein, Güte, muss das doch hier erzählt werden im Fernsehen. Ist, mal. Die Leute denken, wir sind bekloppt, meine Güte, ja, weil ich die Teebeutel... Mich regt er auf. Das ist fünf so Teebeutel, fünf solche Kartons Teebeutel mehrere und so, Sorten. Mehrere Sorten. Und da sind in einem Teebeutel noch, in einem Packung sind noch drei drin. Da nehme ich die raus und tue die praktisch... So, ja, was meine Bekannte sagt immer, sie sagt zu ihrem Mann, halt's Maul. Fertig. So. Du hast einen kleinen Tralala. Ja. Aber gestern fahren wir nach Düsseldorf. Aber fahren wir nach Düsseldorf, nach Bilk. Auf einmal sagte ich an der Kreuzung, da geht es Universität und Oberbilk. Sagte ich, wir müssen geradeaus fahren. Nee, sagt sie, wir könnten auch rechts fahren. Wir könnten auch rechts fahren und so weiter. Sagte ich, wir brauchen nicht rechts. Da ist aber in welchem Ton hast du da ist gesagt? Eine Universität und da ist Oberbilk. Da brauchen wir nicht, wir müssen nach Bilk. So laut und nein, so weiter. Nein, ich sag, wir müssen geradeaus fahren, weil ich ein bisschen laut, wir müssen geradeaus fahren. Da hast du bald geschlagen wegen und der Ausfahrt. Da geht's da los, ja mal, sagt. Na ja, gut. Aber und wer hatte recht? Na, ich hatte recht. Ich habe ja immer recht. Ach, nein. Nimm das zurück. Du hast nie recht. Nimm das zurück. Du sollst das zurücknehmen. Ja, ab und zu. Nächstes Thema. Der erste 3D-Porno hat schon über 5 Millionen Dollar eingespielt. Was sagt ihr dazu? Da siehst du, wie das Volk schon ganz unten ist. Ne, warum denn? Das ist in den Pornofilmen das schon so. Na ja, aber 3D, hör mal, das siehst du alles in klein, im Detail. Das ist eine tolle Sache, hör mal. Das ist alles optisch, aber das ist, als würdest du dabei sein, mittendrin, hör mal. So. Das sind doch alte Säcke, richtige Schweine, nicht? Die sich sowas ansehen. Ich würde da praktisch noch als Akteur tätig werden. Ja? Du bist doch das Letzte. Und du würdest mich dann auf CD sehen und wir sagen, Mensch, da hätte ich gerade Appetit der Kerl, auf dich. Der hat doch, der strahlt ja so. Ja, strahlt. Strahlen vor Glück. Oh, hör auf. Ja. Nee, sie macht so ein bisschen Show. In Wirklichkeit, wir wollen mal ganz ehrlich sagen, in Wirklichkeit liebt sie mich. Ja, klar. Sie liebt mich ja. Nein. Ach, komm, nein, erzähl den Leuten nicht so einen Quatsch, Herr Mal. Das glaubt dir kein Mensch, Ingrid. Glaubt dir kein Mensch, nein.
Mein Gott, ich schwöre es, dass ach, ich ihn nicht gar nicht. Sie könnte mich Tag und Nacht küssen. Ich will das bloß nicht. Okay, los geht's. Erstes Thema, Rekord bei Schwarzarbeit. Die Wirtschaftsführer schaden der Steuermoral. Was sagt ihr dazu? Ich denke, das wird bestraft. Das dürfen die doch gar nicht mehr Schwarzarbeit Moment, machen. Jetzt mit Schwarzarbeit, jetzt wollen wir mal ganz das klar... Das wird doch bestraft. Das wird doch, ja, klar. Moment, ist, wenn das du macht ein doch keiner mehr. Also ich wollte, ja, ich werde dir mal ein Beispiel. Ich wollte unsere Terrasse fließen lassen. Da waren welche, die haben bei uns was repariert. Da sage ich, könnten Sie das machen, so unter der Hand? Um Gottes Willen, das wagen wir gar nicht. Doch, ich habe gefragt. Echt? Natürlich. Ist doch strafbar. Ja, machen ja andere auch, ne? Ach so.